Worauf kommt es Philippe Jaroussky beim Interpretieren von Scarlattis Werken an? Nicht singen gegen die Stimme. Und für dieses Alessandro Scarlatti ist sehr interessant, weil die Schreibung, die Art ist, es ist sehr gut geschrieben, auch für die Orchester. Vielleicht, das ist nicht sehr akrobatische Musik. Es gibt nicht viele sehr schwere Dinge zu singen in Scarlatti. Aber was ist sehr interessant, dass sie müssen die anderen hören. Sie müssen die Musiker hören, um die gleiche Farbe zu finden. Und ich mag sehr so arbeiten mit den Musikern. Thank you.
Yeah.